Die Seidenstraße, das ist für mich so eine Art Superhighway der Antike, aber eben nicht nur Vergangenheit oder Schnee von gestern, sondern geblieben sind großartige Naturlandschaften durch die Routen und Zweige der Seidenstraßen führten. Damit meine ich die großen Gebirge Asiens, Karakorum, Pamir, Dach der Welt und die Wüsten Gobi und Taklamakan. Und dort lassen sich auch noch echte Abenteuer erleben. Von einem dieser Abenteuer möchte ich euch berichten, dann im Februar bei der Free